Hallo Leute und herzlich willkommen zu Part 14. Hierbei ist Super Opa mit Michi neben mir und ich bin Steffi. Mit dem wunderschönen Let's Play The Legend of Zelda. Part 14, habe ich schon gesagt. Und wir sind immer noch im 9. Dungeon. Genau. Bei ja. Ganon, wie soll Ganon angeblich leben? Wir wissen nicht, wer Ganon ist. Okay, wir wissen es. Aber ihr wisst es vielleicht nicht. Wir wollen ja nicht spoilern. Genau. Und wir kämpfen hier wieder gegen unsere geliebten Magier. Und unser Disco-Kurs ist auch wieder mit am Start. Und ich habe bloß noch 2 Herzen, haben wir es nicht gerade aufgefüllt? Doch, eigentlich schon, aber... Wir nehmen ein Potion. Ein Trunk, ein Elixier, wie es heutzutage bei den neuen Spielen heißt. Aber damals, 1986, hieß es noch Potion. Ja, und es war alles in Englisch. Alles in Englisch. Kein deutsches Wort. Kein einziges deutsches Wort. Damals, 1986. Gab es nur Englisch auf der Welt. Nein, Spaß. Da gab es auch schon andere Sprachen. Da müssen wir ja erneut voll. Ja. Yeah. Und irgendwo... Nein, nicht die blöden Zauberer. Ich liebe sie. Aber... Ja, die waren vorher auch schon da nicht hier. Da waren sie dir egal, oder? Du spielst ja nichts. Du musst dich nicht mit ihnen rumschlagen. Stimmt. Ich kann hier nirgendwo hocken und gucken und... Chillen. Und irgendwie schlafen. Wenn wir ein Netz verschlechtern oder nicht? Nee, das macht man echt nicht. Aber packst du alle irgendwas zu, rum, zu rumreden im Traum? Ich sag bloß Mathe-Unterricht, wo der immer geschlafen hat und gleich geschnarcht hat im Mathe-Kurs. Der Mathe-Kurs hat immer geschlafen und geschnarcht so richtig laut. Und der Lehrer hat damals so eine Andeutung gemacht, jetzt nicht auf den, aber ja, wenn man was nicht versteht, man lernt ja im Schlaf oder irgendwie so. Und das hat der sich dann wahrscheinlich verdient. Der hat sich das richtig zu Herzen genommen. Das hat er auch gemeint da. Ne? Oh Mann, komm, wir legen jetzt mal eine Bombe, da waren wir doch auch schon, oder? Ja. Zack. Das heißt, einmal irgendwie im Kreis gelaufen, okay? Und ich glaube, wir müssen schon wieder ein Elixier nehmen, ne? Oh, toll, ich bin ja gerade nicht mal weit gekommen, ne? Mm-mm. Aber diese Unterseite war jetzt irgendwie schwierig, oder hätte man da gar nicht lang müssen? Ich weiß nicht. Irgendwie war das irgendwie so ein Kreis. Wahrscheinlich hat man überall eine Bombe legen können. Ich weiß nicht. Ich bin ja immer noch gespannt, wie groß dieser Dungeon ist. Ich auch. Wahrscheinlich riesig. Ich nehme mal meinen geliebten Zauberstab. Die Karte sagt uns aber auch nichts irgendwie, wie es richtig lange war. Aua. Das ist ja ein einfacher Gegner. Ein neuer Gegner, mein Gott, hier. Einen Wurm, oder? Zwei Würmer. Und hier hat sich wie immer nichts geändert. Wow, immer unsere vier... Ja, ich spiegel mit dem Feuer. Scheiße. unsere 4 Fledermäuse sind hier. Hat sich nichts geändert, Leute. Weder am 9. und die da schon wieder. Bloß die Musik hat sich diesmal geändert. Ja, genau. Und sie ist nicht schöner. Nee. Ja, wir hofften immer auf schöne Musik, aber... Die gibt's nur draußen auf der Overworld. Auf der Overworld. Da gibt's gute Musik. Richtig Pundi. Pundi, so. Und wieder unsere geliebten Zauberer und Lava gibt's auch. Die Blaukittelmans. Genau. Hä, war der gerade orange? Also mit Schick wird der orange. Ja, ich hab da was. Nimm das, schlag zu. Nimm das, ja. Und noch einer lebt. Schau mal, da wird das Herz. Was passiert? Das Herz war gerade blau. Mhm. Blau. Blau ist Herz. Die war da eine Bombe. Sie auf der Welt wieder deine blauen Sauer. Blaue Sauer, ja genau. Nee, hier gibt's ja keine blaue Sauer. Stimmt. Ich hatte auch beinahe was gesagt, was ich nicht sagen darf. Ich hatte auch beinahe was gesagt. Mir ist es voll blöd, wenn man nichts sagen darf. Ja, das ist immer so doof, dann denkst du dir immer. Oh, das schränkt mich ein. Das ist so knapp. Egal. Wir gehen weiter, wenn wir hier keine blaue Sauer haben. Wir gehen weiter. Auf der Suche nach der blauen Sau. Ob es sie hier auch gibt? War die schon mal in Dungeon? Nö. Nee, weil. Oh, blaue Magie dafür. Natürlich. Ihr seid hässlich. Hässlich, 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 hässlich. Und nervig. Das sind böse Nonnen. Ha! Spaß. Sind ja Magier. Ja, keine Nonnen. Das war jetzt nur ein Spaß. Sind nicht.
persönlich. Achso, was ist immer gut, oder? Das war nur ein Spaß. Blaue Nutzen, dann auch betrunken. Nee, natürlich sind Magier. Das sind Magier. Oder Zauberer. Zauberer. Ihr könnt euch darum streiten, Zauberer oder Magier, aber keine neuen. Ui, und ein neuer Gegner. Eine Schmalzfliege. Eine Schmalzfliege. Eine Schmalzfliege. Eine Schmalz. Eine Schmalzfliege. Die Schmalzfliege macht keine Bomben. Aber die Schmalzfliege macht mich fertig. Das ist ja auch eine saftige Fleischfliege. Ich hasse Fliegen. Ich auch. So, die gibt es ja im Herbst nicht mehr so oft. Stimmt, ja, da gibt es kein Essen. Ja, viele Tiere. Das ist unser erstes Herbstjahr, deshalb ist nichts blöd. Stimmt. Und wir dürfen die aufschmeißen. Nein. Oh ja, die kleinen Schleimer haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Unsere Mini-Form. Die Schleimer. Wir sterben bald wieder. Oh. Und wir haben leider keinen Saft mehr. Echt? Also das heißt, Vorsicht, was geht? Wettet ab dieser Stelle ab. Wie viele Räume will ich noch überheben? Zu gewinnen gibt's leider nichts. Doch, es gibt erst zu gewinnen. Ein wahrscheinlich Part 15. Ja, genau. Euch. Ein Part 15. Was heißt, wir jetzt hier gleich auf den Bösen treffen, aber ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht mehr, wie groß dieser Dungeon ist. Ich auch nicht. Was heißt der? Weißer Punkt sind wir und roter Punkt bedeutet. Eigentlich Triforce, aber ich glaube, hier gibt es keinen Triforce. Sie ist Zelda, heißt es vielleicht. Hast du Triforce gesagt? Wieso sagst du immer Triforce? Ich weiß, ich habe extra gesagt. Wie hast du mir gesagt? Ich bin Party. Ich bin stolz auf dich. Yeah. Und ihr auch, oder? Auf unsere Michi sind wir stolz. Michi ist jetzt eigentlich gar nicht mehr spielen, du sollst echt auf diesen letzten Dungeon machen. Stimmt. Sei nicht traurig. Ich bin ja trotzdem dabei. Natürlich. Und für dich wäre es ja auch bis halb so cool. Dankeschön. Wir sind wieder die Statuen. Fisch gegen Drache. Genau. Ist das wegen der Mythologie oder so? Weiß ich nicht. Fisch gegen Drache. Das ist halt echt eine interessante Frage, das können wir mal nachschauen. Genau. Oh ja, wir sind gestorben. Du weißt, was das wieder heißt. Wir werden es wieder auffüllen. Und wir werden uns dann wieder hier treffen, würde ich dann sagen. Ganz genau. Oder irgendwo anders. Ich speichere aber trotzdem mal. Oh, wir haben schon 28 Tode. Mist. Bis zum gleich. Bis gleich. So, okay. Hey Leute, wir sind wieder zurück im Dungeon. Hier noch mit Herzen. Und ich hab Stück auf. Und wir sind hier wieder bei der Schmalzfliege. Der Schmalz? Ja, wir haben sie Schmalzfliege genannt. Schmalz ist die Schmalzfliege. Schmalzfliege. Okay, wir gehen mal da lang. Und das ist der alte Mann. Go to the next room. Okay. Okay, Friend. Wir legen hier mal eine Bombe. Jo. Einfach mal links. Eine Nase. Muss sie kratzen. Und ich liebe, liebe Magier. Zauberer. Und Zauberer. Ich finde eigentlich Zauberer oder Magier so cool, aber irgendwie im Spiel sind die immer doof. Ich weiß nicht. Ja. Obwohl, hier gehen sie noch. Es gibt andere Spiele. Ja. Oder mag ich sie nicht. Ich weiß auch was. Schon mal. Du kannst sie nicht leiden, weil sie böse sind und hässlich ausschauen. Ganz genau, das ist ein Fass. Und gruselig schauen sie auch aus. Ja. Heute finden wir hier das Dungeon-Item. Nee, das ist doch so ein Verbindungsschiff. Ach, stimmt. Ich habe das jetzt im 14. Part immer noch nicht geschnallt. Spaß. Ja. Ja. wollen wir nicht mal andere Richtung mal zurückgehen? Ja. Schaut schon sehr aus, als würde es sehr weitergehen. Ne? Aber weißt du was? Dieser Bärenkopfschlüssel, der Bärenschlüssel, den wir im letzten Part bekommen haben, ja. Ich glaube, der macht, dass wir keine Schlüssel mehr sammeln. Muss halt meine Schlüssel steht nämlich A dran. Ne? Und A heißt vielleicht All. All. All Keys. Auf Deutsch. Alle Schlüssel gesetzt. Zu deinem Pass auch, Michi? Nee, der passt nicht. Zu deinem? Ich hab gar kein Bärenkopfschloss. Hey, keine Bombe. Also diese Schlüssel ist nur die zu spielen an. Verwendet ihr bitte nicht, dass ihr nachbastelt und vor allem es anwendet. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir beenden hier noch nicht den Part. Nee, wir können ich schon mal noch ein bisschen, Leute. An die böse Schmeißfliege her. Und die Schmeißfliege. Aha, man muss ihre Babys töten.
Ja, nimm das, Schmeißfliegenbabys. Das ist gar nicht so blöd. Nee. Ich hätte 4 Punkte auf Rücken. Und ich geh einfach weiter, Baller. Kein Problem, ich hab die Bombe ja auch gar nicht. Wir kommen da eh nochmal vorbei, dann kann ich da nochmal gegen die Schmeißfliege kämpfen. Also Steffi gegen Schmeißfliege. Hey, Fledermäuse! Ich weiß hier wie nichts. Da war ich schon. Ah, stimmt. Lass es ja. Gehen wir mal oben lang. Es wird Zeit für ein Bömmchen, ne? Es wird Zeit für eine gewaltige Explosion, nicht hier. Gegen diese Hüpfeleine haben wir auch schon gewonnen. Jo. Und es wird erstmal Zeit für ein Pölschen. Stimmt, ich bin da unten gestorben, nämlich. Mhm. Aber ich weiß ja, wenn wir da oben lang gehen, weil da unten war, glaube ich, nichts. Oder schon? Was war denn da unten nochmal? Da bin ich gestorben, mehr weiß ich nicht mehr. Schauen wir mal, wie es sich Steffi entscheiden wird. Ja, ich werde nach oben gehen. Nachdem ich zum Park... Geht's ja oben noch recht lang. Stimmt, du gehst ja rechts lang. Und sie versucht trotzdem. Steffi versucht immer erst alles. Und dann geht sie weiter. Genau. Schmeißfliege! Lass dich knullen! Lass dich drücken! Süßes, du wahnsinnig süßes Insekt. Mit 4 Punkten offen. Ist das ein Marienkäfer? Nein. Das ist eine einäugige Schmeißfliege. Zyklop. Weißt du, damals, 1986, da haben die Spieleentwickler keine 2 Augen gemacht. Interessant. Das könnte gleich wieder zu unserer Sonntagsshow passen. Ganz genau. So, gleich am nächsten Sonntag ist die nämlich hier. Genau, Schmeißfliege, einäugig. Oh, das ist ein Totenkopf. Schau mal, da zieht ihr es auch hier. Ach, wow. Totenkopf in dem linken Auge. Ist in dem linken Auge, oder? Nee. Nein, im linken Auge. Gibt's was Schönes? Da gibt's wahrscheinlich das. Die Zelle. Oh, müssen wir das alles selbst zum Heim oder? Oh, krass, ein Totenkopf. Krass, also das ist echt schon. Hartes Zeichen, also ein Totenkopf, Leute. Das finde ich auch krass. Krass. Totenkopf, Totenkopf. Kommt Link hier nicht mehr aus? Ist das ein Mensch? Was soll das Zeichen bedeuten? Ist das unser Ende? Wird Link fallen? Spaß. Es geht natürlich noch weiter, Leute. Natürlich, wir werden auch gewinnen. Das war jetzt einfach mal so. Na klar. Schau, wir sind im letzten Dungeon, also können wir letztes Endgame. Und vor allem, dass das Spiel so schwer ist. Mhm. Bist du glaubst, dass wir hierher kommen, Michael? Dass wir vorher fallen. Das wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn wir gefallen wären. Ja, Leute, wir müssen jetzt hier leider aufhören. Spiel ist zu schwer, wir schaffen es nicht. Spiel ist zu schwer. Schwer war eine schlechte Idee, aber. Naja, haben wir es mal angezockt. Mein Spaß. Yeah. Wir hätten es schon auch geschafft. Irgendwann. 50 Jahre später. Ich weiß. Und wir sind jetzt gestorben, vor lauter Reden. Nein! Okay, Leute, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns in Part 15 wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Nein.